Und wieder sage ich Hallo zu einem neuen Flohmarkt-Pickup-Video. Zwei Flohmärkte haben mein Bruder und ich heute abgesucht nach schönen Dingen und wir haben einiges gefunden. Was seht ihr gleich? Insgesamt 5 Stunden haben wir auf 2 Flohmärkten verbracht, gesamt gesehen. Die waren nicht so weit auseinander. Der erste, den wir besucht haben, da sind wir gleich gegen 7. Vorher lohnt sich es auch fast gar nicht, weil die bauen zwischen 7 erst richtig aus, zwischen 6 und 7. Auf jeden Fall lohnt es sich das trotzdem, dass wir da durchgewandert sind. Das war auch der Flohmarkt, den ich letzte Woche besuchen wollte, aber der um eine Woche verschoben wurde. Also in dem Sinne war ich recht zufrieden. Das war ein Flohmarkt, der auch sehr viel Trödel beinhaltet, wo man mal auch mit den aktuellen Dingen, wie jetzt Games und so weiter, exklusiv dann fündig wird. Wir haben zum Beispiel auch ein N64 gefunden, nicht mitgenommen, weil 80 Euro für das N64, 3 Controller, wovon einer nur echt waren und mit einem kaputten Nüpsel und ein einziges Spiel war dabei, und zwar South Park. Das war mir mit 80 zu viel, und dadurch, dass wir eins haben, und haben wir das einfach liegen lassen. Deswegen ist der Gaming-Anteil dieses Mal auch ein bisschen geringer, indirekt. Aber ansonsten, haben wir eben halt viele Kleinigkeiten gefunden, besondere Sachen, auch Dinge, die man gar nicht erwartet hat, muss ich auch sagen. Der zweite Flohmarkt, den wir dann nachbesucht haben, also wir waren 2 Stunden auf dem ersten und da waren wir ihn zweimal eigentlich schon durchgesucht, so ein bisschen. Und dann waren wir auf einem zweiten Flohmarkt, wo wir wussten, gut, der ist auch gut, aber ich wusste auch, dass der, das ist so einer, der regelmäßig stattfindet und dass da mehr die Händler ab sind und die Game-Abgraser hier im Norden, die sind doch sowieso schon durch, also die waren auch schon durch bei beiden Flohmärkten, da kommt man immer noch zu spät, die sind morgens um 5 schon da und löchern jeden, sobald einer kommt auf den Platz, wird der schon gelöchert, was habt ihr in Games, Nintendo, Mario, ne, wollen die sofort haben. Also das ist richtig Gierigkeit, was sie geworden. Na, jedenfalls haben wir dann den zweiten, weil der ein bisschen kommerzieller ist, ein bisschen mehr diese, auch Trödelhändler, aber mehr auch so Schrottverdinger, kann man sagen. Und weniger Privatleute, haben wir gesagt, komm, den machen wir als zweites. Aber es war völlig egal. Wir haben wunderbare Sachen gefunden. Richtig viel. Man hat ein bisschen mehr in Ruhe dann geguckt, so Kleinigkeiten gesehen. Und ja, ich muss sagen, wir haben echt viel coolen Stuff gefunden, kann ich wirklich sagen. So, ich will gar nicht so lange jetzt hier euch auf die Folter spannen, weil ich habe mir schon meinen Saft parat gepackt. Es ist knapp 30 Grad jetzt. Heute Morgen hatten wir Glück, die Sonne kam etwas später raus. Somit war es leicht bewölkt und es war angenehm. Sogar Nebel war heute Morgen durch die Temperaturen. Aber egal, wir sind durch die Reihen gegangen und haben eine Menge gefunden. Den Anfang mache ich mit etwas Größerem. Da werde ich auch gar nicht so viel in die Kamera halten können. Ich habe auch ein Foto nur von oben gemacht. Vielleicht mache ich noch mal ein paar schöne Detailfotos. Und zwar lag auf einem Tisch eine Schachtel. Die war offen. Hier. Und vielleicht seht ihr das. Ich blende sie gleich, blende sie noch mal ein von oben. Und zwar ist das Warhammer. Das sind eine ganze Menge Figuren von Warhammer. Also die lag da und wir haben dann geguckt und es waren auch noch 2 Warhammer 40k Bücher. Und später haben wir entdeckt, dass in die Schachtel sogar eine Warhammer Box ist. Könnte sogar die Rückseite sein, keine Ahnung, wie das direkt ist. Auf jeden Fall haben wir diesen ganzen Lot gefunden und der liebe Matt, der sammelt Warhammer und einfach spontan mitgenommen. Vielleicht ist das ja was für ihn, deswegen habe ich gedacht, nimm es mal mit. Und die beiden Bücher, die dabei waren, sind diese beiden gewesen. Einmal Codex Necrons. Kann man auch sehen, wie es aufgebaut ist. Davon sind auch ein paar Figuren dabei, haben wir entdeckt. Das sind halt so Spielebücher, Rollenspielbücher. Sind auch benutzt, das merkt man, wenn man sie durchblättert. Sind die auch angemalt. Und einmal Warhammer 40k und Space Marines. Auch richtig cool. Ist zwar gebraucht, aber eben halt vollständig. Finde ich auch richtig cool. Hier auch so mit Karte.
Naja, und das gab es für einen Preis von etwa, ach, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe nicht viel bezahlt. Ich habe, glaube ich, jetzt so fast vergessen, was. Es war aber, glaube ich, nicht mehr 20 Euro zusammen, was eigentlich recht günstig ist, weil allein die Bücher gehen schon für 20 Euro das Stück teilweise weg. Also es war auf jeden Fall eine Sache, die wir einfach als Freundschaftsdienst für den lieben Matt mitgenommen haben. Und mal sehen, vielleicht interessiert er sich auch dafür. Genau. Und was mache ich dann weiter? Ja, das zeige ich mal, aber zwei Dinge. Ich mische das jetzt beim Flohmarkt, weil wir haben die jetzt hier nach Sachen sortiert, nach Filmen, Spielzeug und so weiter. Und damit es leichter ist zu zeigen, mische ich das. Wie gesagt, die Flohmärkte waren beide sehr ausgewogen und wir haben von allem etwas gefunden. Als nächstes mache ich mit zwei Tassen weiter. Ich habe zwei Tassen gefunden. Ich musste sie woanders hinstellen, weil hier kein Platz mehr ist. Diese Tasse vom Dschungelbuch, auch richtig cool, gab es für 1 Euro. Und diese Tasse finde ich auch richtig cool, gab es auch für 1 Euro. Mit Spider-Man drauf. Ich weiß nicht, ob es The Amazing Spider-Man Marvel steht da. Ich kann nicht sagen, ob es eine Werbetasse ist. Sie ist auf jeden Fall von 2002, also im Endeffekt auch schon 20 Jahre alt. Richtig cool. Sieht auch wie neu aus, also ganz unbenutzt. Hat wohl nur im Regal gestanden. Ein richtig cooles Bild. Ich glaube sogar McFarlane-Bild. Wie gesagt, für 1 Euro, dann nehme ich sowas dann gerne mit. Gerade sowas Besonderes sieht man nicht alle Tage. Ja. Gut, aber ich fange einfach, ich gehe gleich weiter mit Filmen. Denn das ist hier ein riesen Stapel und dann nehme ich das so ein bisschen weg, bevor ich zu Toys und sonst was komme. Also Filme. Ich habe für 1 Euro auf dem Flohmarkt wieder meine DVD, DVD habe ich auch mitgenommen, aber für 1 Euro gab es diese Videokassette von Pokémon der Film. Es wandert in meine Tauschkiste, sozusagen. Nehme ich immer ganz gerne mit, die Pokémon-Filme. Sind auch recht selten, auch mal wieder nicht zurückgespult, wirklich, aber das ist ja immer so. Ist drin und wandert, wie gesagt, in meine Kiste. So, dann fange ich an mit ein paar DVDs, die es gegeben hat. Auch haben wir auch mitgenommen, so ein paar Exklusive. Sie waren auch in Bundles teilweise bei den Händlern. Wir haben so zwischen 1 Euro, na doch, 1 Euro bis 3 Euro oder na doch, kann man durchschnittlich sagen, zwischen 1 und 3 Euro gezahlt für die Filme. Das ist jetzt hier alles für. Ich glaube, der eine hier war für 1,50. Das Robitobi und das Flievertüt. Auch ein Film meiner Kindheit oder eine Serie meiner Kindheit. Beide DVDs sind drin. Ich weiß gar nicht, ob es noch Blu-ray gibt, aber das war mir egal. Für einen schmalen Taler kann man es immer mitnehmen. Genauso wie diese Komödie mit Corey Feldman. Ein bisschen im American Pie-Style. Sogar ab 18. Keine Ahnung, wie der Film ist. Wilde Highschool-Teens kommen gleich zur Sache. Keine Ahnung, kenne den Film nicht, nur vom Namen her. Unzensiert und ungeschnitten. Macht es auch aus. So, und dann kommen noch zwei Disney-Sachen. Und zwar einmal hier Toy Story. Zwei Kurzfilme. Und zwar Toy Story of Terror und Toy Story Mögen die Spiele beginnen. Zwei Kurzfilme, die erschienen sind, die im Fernsehen auch schon gelaufen sind. Und einmal hier den Pilotfilm der TV-Serie Jaffas Rückkehr. Ja. Wollte ich auch haben, weiß gar nicht, ob es den auf DVD gibt. Das Einzige, was wir nicht mitgenommen haben von Disney, was auf Blu-ray war, was eigentlich sehr schade war, war eine Doppel-Edition im Pappschuber von 101 Dalmatiner, dem Klassiker und dem zweiten Teil. Der zweite Teil war aber rausgeklaut worden. Ja, und dadurch haben wir es nicht mitgenommen, weil der zweite Teil gibt es nur in dieser Edition. Also deswegen haben wir es gelassen. Ansonsten haben wir ein bisschen zugegriffen. Zwei Sachen habe ich schon als Film, aber ich dachte mir, wegen dem Steelbook und für 1,50 Euro, glaube ich, habe ich hier bezahlt, The Dark Knight, die Doppel-DVD, schön im Steelbook, wollte ich einfach mal mitnehmen. Gleiches gilt für, versuche ich gleich mal rauszusuchen, den Film habe ich auch schon, aber im Steelbook und Steelbooks haben ja irgendwo was. Nonstop mit Liam Neeson. Muss ich auch mal wieder gucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall alles vollständig drin und ja. Wegen dem Steelbook habe ich für beide 1,50 bezahlt. Da kann man nicht viel verkehrt machen. So, aber ihr wollt wissen, was haben wir noch an Filmen gefunden? Ihr seht hier einen riesen Stapel und das ist nur der erste Stapel. Und zwar einmal, wie gesagt, Preise zwischen 1 Euro und ja,
waren welche zwar mit 4 ausgezeichnet, aber durchs Band nicht mehr als 3. Und zwar haben wir hier Quentin Tarantinos Four Rooms, besser gesagt. Dann haben wir hier James Spader, Maggie Gyllenhaal, Secretary. So eine recht gute, ein bisschen schwarze Komödie sein. Dann Disney's Bambi. Dann haben wir hier auch richtig schöne Sachen. Ich nehme die mal kurz weg. Toy Story und Pappschuber 1. Toy Story und Pappschuber 2. Und fehlt natürlich Toy Story 3 im Pappschuber. 4 haben wir bereits in der Sammlung. Wir haben die auch schon, Teil 1 und 2. Bei 3 bin ich mir gar nicht so sicher. In der Sammlung, aber in so einem, ja, ein bisschen eine Edition, die man eben halt austauschen kann. Zwar im Steelbook, aber irgendwie bin ich nicht so sicher, ob die so gut sind. Die schon ein bisschen schlechter im Zustand gewesen. Ein paar Kratzer auf der Hülle und das war einfach ein Grund auszutauschen. Außerdem sahen die Fassungen gut aus und hat man ein Bundle mitgenommen. Mit in dem Bundle war sogar das letzte Einhorn auf Blu-ray, auch ein Klassiker. Der wird bei mir jetzt abgegradet, habe ich noch auf DVD gehabt. Dann mitgenommen, auch wenn wir ihn haben, aber bin ich sicher gewesen, ob wir die 2-Disc-Edition haben von oben. Gibt auch die 1-Disc-Edition. Dann hier Birds of Prey, The Emancipation of Harley Quinn. Und Space Jam mit Michael Jordan, der erste Teil, der Klassiker. Ja, dann geht es noch weiter. Was haben wir noch an Filmen gefunden? Einen Film, den ich gar nicht kenne und ich mag Brendan Fraser durch die Mumie. Und zwar hier Reine Fellsache. Noch nie von gehört, wird aber sicherlich lustig. Ja, dann hier ein Film und eine Doppeledition, empfohlen von Quentin Tarantino sogar. Und zwar The Man with the Iron Fists, Teil 1 und 2. In einer Doppeledition. Wir haben bereits den ersten Teil als Blu-ray, aber nicht den zweiten, der war nur auf DVD. Damit ist es erstmal ein Upgrade. Dann der mit dem Meister der vielen Filme, die auch leider auch nur auf DVD und Blu-ray rausgekommen sind, Nicolas Cage mit The Watcher. Kenne ich überhaupt nicht, aber könnte gut sein. Hier haben wir jetzt Playmobil, der Film. Soll sehr lustig sein. Ja, eigentlich nur für die Sammlung, obwohl der Film nicht so berauschend ist. Rambo Last Blood. Einfach zur Vervollständigung. Ein Film, den ich nicht zu sagen kann, mit Pass Vega in der Hauptrolle. Catron ab 18. Und ein genialer Film, also eine geniale Manga-Umsetzung. Hier eine Doppeledition. Ich habe ihn schon, aber ich konnte ihn nicht liegen lassen. Für 1 Euro lag er da. Ganz Spiel um dein Leben. Richtig geniale Verfilmung des Mangas. Kann ich euch nur empfehlen. Richtig gut. So, das sind noch nicht alle Filme. Nein, nein, es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Letzter Stapel ist hier. So, was habe ich hier mitgenommen? The Game, Michael Douglas. Das ist ein Upgrade. Ich habe ihn auch nur auf DVD. Ähnlich wie hier. The Replacement Killers, die Ersatzkiller mit Chow Yun-Fat. Und was haben wir hier noch? Ja, hier, das ist kein Upgrade, habe ich eigentlich auch schon in der Sammlung, aber weil der bei mir signiert ist und er eigentlich in meinem Sammlungsregal steht, muss der jetzt nochmal für die Sammlung rein, damit man ihn mal gucken kann. Machete, richtig cooler Film. So, dann Stallone, Rache altert nicht, Shootout. Hatten wir auch noch nicht in der Sammlung. Immer so. Ja, hier ein Film, den wir schon oft genug gesehen haben. Jetzt irgendwann, wenn man es so oft sieht, nimmt man ihn doch mal. Und zwar Freunde mit gewissen Vorzügen. Mila Kunis und Justin Timberlake. Beziehungskomödie. Und als letztes ein echter Klassiker. Sieht man aber eigentlich so selten auf Flohmärkten in einer Edition eben. Oder überhaupt auf Blu-ray. Sea of Love, Melodie des Todes. El Pacino, Alan Barkin. Richtig guter Klassiker. Ist ein Thriller. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn völlig vergessen. Ich muss ihn mir endlich mal wieder angucken. Ich kenne nur noch Ausschnitte in meinem Kopf und deswegen, ja. Wird er bestimmt demnächst geguckt. Oh, das war schon ein Riesenstapel und es geht noch weiter. Es ist hier noch randvoll. So, was haben wir dann gefunden? Spiel. Ich zeige ein Spiel und zwar habe ich gefunden für 3 Euro Zickzack. Ein MB-Spiel. Ich kenne es gar nicht. Scheint auch komplett zu sein. Ich habe es aber noch nicht kontrolliert. Ist irgendwie so ein Legespiel. Da wird irgendwie angelegt oder so. Ich weiß es nicht, ehrlich nicht gesagt. Kann ich sehen.
muss es noch kontrollieren. Anleitung ist hier drin, somit ist das schon fast vollständig. Keine Ahnung, das kann ich nicht beurteilen, so nach vorne. Und wenn ich schon ein Brettspiel habe, zeige ich euch das zweite, was wir noch mitgenommen haben. Und zwar hier Bang, The Dice Game. So ein Western-Spiel in Würfelform. Oder Würfeln, Western-Würfeln, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Soll gut sein. Mein Bruder hat das mit einem Kollegen gespielt, ist sogar noch sealed und es gab es, glaube ich, für 2 oder 3 €. Also es ist noch nie richtig gespielt worden. Beziehungsweise ich habe vergessen, meinen Bruder zu fragen, was er dafür ausgegeben hat. Ich hatte gerade woanders geguckt, als er das gefunden hat. So, weiter geht es. Was haben wir noch gefunden? Ein Hörspiel habe ich gefunden, aber auch nur ein einziges. Gab es für 50 Cent Taran und der Zauberkessel. Als ich jetzt erstmal geguckt habe, habe ich das nicht gefunden. Ich glaube auch leider auch nicht die richtige Hülle. Es sieht so ein bisschen anders aus. Aber es ist noch eine Erstauflage. Und Taran ist ein echter Klassiker. Wie gesagt, da war erst eine andere Kassette drin, habe ich noch woanders entdeckt und 50 Cent. Nehme ich so eine Kassette dann auch immer ganz gerne mit. So, dann habe ich echt den Klassiker gefunden von Schmidt Spiele von 1900. Jetzt gucke ich drauf. Ist doch hier irgendwo stehen. Ne, steht hier nicht mal. Ist aber auf jeden Fall ja, zwischen den 60er und 80er Jahren erschienen. Und zwar Walt Disneys Aristocats Quartett. Hat mich 3,50 €. Nee, ich habe 4,50 € bezahlt. Die wollte 5 € haben. Ich konnte gerade so auf 4,50 € handeln. Wollte nicht, aber ich fand das so selten und das sieht man nicht alle Tage. Und das ist richtig hübsch. Der Zustand ist auch sehr gut. Somit habe ich dieses Quartett ja, behalten. Naja, behalten ist eigentlich falsch gesagt. Also in meiner Hand behalten, wenn ich bezahlt habe. Ich habe mitgenommen. Genau. Dann mache ich weiter. Ich bin ja jetzt hier schon bei Kleinkram. Eine Doppel-CD habe ich gefunden. Die habe ich einfach mitgenommen, weil es eben halt eine Superhit-Parade ist. Und zwar Alf. Alfs Superhit-Parade mit dieser ja, Sommerform, wie auch immer man sagen möchte. Ich muss aber sagen, das ist jetzt auch eine Austauschhülle schon gewesen, die ich mir noch auf dem Flohmarkt für 50 Cent gekauft habe, denn die Originalhülle war richtig kaputt. Die war beiden Seiten gebrochen und dann waren da zum Schutz eigentlich der CDs waren so kleine Schaumstoffmatten drin. Eigentlich eine gute Idee, nur nach zig Jahren kleben sie und verfallen. Und ich habe hier mal ein Foto ein, ich habe ein Foto davon gemacht. Ihr könnt sehen, das war echt keine schöne Sache. Es musste ausgiebig gereinigt werden und trotzdem klebt noch ein bisschen was auf der einen CD. Es lässt sich nicht lösen fast. Das ist also richtig schwierig. Ansonsten aber abspielen und so weiter geht noch. Trotzdem, wie gesagt, ich habe mir da eine andere CD gekauft für 50 Cent. Also die CD selbst habe ich und auch dadurch, dass sie kaputt war, für 1 € runtergehandelt. Da habe ich die bezahlt für die Doppelhülle und die Ersatzhülle, die ich da irgendwo aus einer Grabbelkiste. Ich habe extra mir dann was Gutes ausgesucht, eine gute Hülle. Hat 50 Cent gekostet, das heißt für 1,50 €. Und ich habe jetzt, ich lege das mal hier hin. Ich habe jetzt das da vorne liegen. So, und dafür musste geopfert werden. Ich habe das jetzt hier noch lose. 32 Traditionsmärsche. Falls das übrigens einer haben möchte, dem das nur melden, der kriegt das von mir umsonst zugeschickt. Ne? Wenn er in Deutschland wohnt, dann soll er sich bei mir melden, dem schicke ich das zu. 32 Traditionsmärsche. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber hier der Brucker Landmarsch, der Coburger, der Graf Zeppelin, The Washington Post, die Bosniaken kommen, Einzug der Gladiatoren, was auch immer, wer sich damit auskennt oder so, ist alles noch gut. Ich habe nur keine richtige Hülle, es kommt natürlich dann eine andere Hülle und wird dem Betreffenden zugeschickt, wenn er möchte. Also, bitte melde dich dann. So, das geht außen vor. Das spielt keine Rolle. Also, die Alf sieht jetzt blendend aus, ne? Dafür sind Flohmärkte da. Man guckt dann mal schnell, dass man was findet. Und ich habe extra versucht, sowas wie Klassik und so weiter zu suchen, weil ich möchte auch was Passendes nehmen. Und die Klassik sind oftmals in besserem Zustand als dann irgendwelche Pop-Sachen, weil die auch zu oft angekrabbelt werden. Na, so ist es manchmal. Gut,
Das war diese Alf-Hitparade. Dann habe ich gefunden für 5 Euro zusammen 2 Timo Struppi-Figuren zu dem Film. Es gibt wohl noch welche mehr, aber die anderen waren nicht so in dem Zustand, wie ich es mir wollte. Und ich war jetzt kein Freund von dem Rackham. Hier habe ich einmal Tim und Struppi, das ist nach dem Film, wie gesagt. Und hier habe ich Kapitän Haddock von Haddock. Kann man auch nicht sehen, ist hier noch drin. Den Rackham gab es auch, den fand ich aber wie gesagt nicht so hübsch. Und die Castafiore glaube ich noch, aber die wollte ich auch nicht haben im Endeffekt. Ja, den richtigen Franzus der Haddock ist das. Captain Haddock würde ich mir noch mal und Dupont, also Schulze und Schulze gibt es auch noch. Die würde ich mir noch zulegen, wenn ich sie finde. 6 Figuren gibt es nur insgesamt, 6 Sets. Aber die beiden sind schon mal etwas und die haben mir gut gefallen. Und wie gesagt, 5 Euro gebe ich dann auch ganz gerne vom Eis zusammen aus. Ja, bevor ich gleich zu Büchern komme, komme ich nochmal zu Toys. Und zwar in einer Gabelkiste habe ich ein Stück Lego-Box entdeckt. Und dann habe ich Lego Star Wars wohlgemerkt auch. Ich habe es nur so entdeckt. Hat übrigens 2 Euro gekostet, also stand auch drauf und haben wir noch bezahlt. Und mein Bruder fängt an, große Augen zu machen. Denn das ist auch ein richtig seltenes Set, ist auch vollständig. Und zwar von Star Wars The Old Republic. Das ist ein richtig, ihr seht, die Sturmtrupper sehen ganz anders aus. Davon gibt es nicht viele Sets und die sind sau teuer geworden. Findet man selten, ist zwar ein bisschen Tesafilm dran, was sich leider nicht mehr lösen lässt, ohne dass man die Verpackung beschädigt. Aber hallo, das ist echt ein Sammelstück. Also allein die Figuren gehen dreistellig. Gibt bis zu 100 Euro können die weggehen, die Figuren, weil die eben halt so selten sind. Also richtig toller Toy-Deal. Ja, bevor ich weiter zu... Ich habe hier noch Bücher, Comics, gar nicht super viel, aber einige schöne Sachen. So, wo ich Lego bin, kann ich noch was anderes zeigen, was wir mitgenommen haben. Hat mein Bruder, glaube ich, auch nur 3 Euro bezahlt oder so. Und zwar hier so ein Lego Star Wars Magazin, Rätselspaß für Raumschiffhelden mit einem Poe Dameron. Da war so als Figur drin, alles noch da. Hier noch irgendwie so eine Art Rückseite, die wo dabei war, weil es wo eingeschweißt war. Ja, gab es für 2 oder 3 Euro. Ich habe das jetzt auch nicht so ganz mitbekommen, was er da bezahlt hat. Gut, komme ich zu Büchern erstmal. Ich habe ein 3-Fragezeichen-Buch gefunden. Ich bin nicht mal sicher, ob ich es habe, weil ich in meiner Liste es nicht gefunden. Im Haus des Henkers. Ist schon etwas älter. Und falls ich es nicht habe, geht es weiter an irgendjemanden, geht es an jemanden, der 3 Fragezeichen liest. Wie zum Beispiel meine lieben Freunde in Kiel. Ne? Stefan, Diana, Karl, Sophie. Vielleicht, wenn ich es nicht habe, dann melde ich mich bei euch. Dann gebe ich es ab. Ansonsten grüße ich euch 3 auch von hier aus. So, was haben wir noch bei Büchern gefunden? Der Wilde Wald von Tonke Dragt, glaube ich, oder Tonke Dragt. Glaube ich auch 1 Euro bezahlt. Ist von dem Autor, der irgendwas mit so einem Brief, da gab es auch eine Fernsehserie, ich habe ganz vergessen, die habe ich auch nicht gesehen, aber mein Bruder hat sie gesehen. Gerade, dass jetzt hier drin steht. Der Brief für den König war der Hauptband und das ist eine weiterführende Geschichte und das ist ja auch verfilmt worden. Oder als ein Brief oder für den König wurde es, glaube ich, verfilmt. Wie gesagt, gab es für 1 Euro. Und dann für je 2 Euro 3 Bücher, die ich so nicht registriert hätte, aber mein Bruder hat das gleich erkannt, weil es steht nicht drauf, von was es ist, und zwar 3 Bücher zu Warhammer. Warhammer, ne, also hier diese Spielsachen und 3 Bücher von, ich weiß gar nicht welchem Verlag das sind, den kannten wir gar nicht, Black Library, und man muss schon genau gucken, um das auch zu entdecken, weil das Warhammer steht nicht drauf, aber wenn man die Grafik anguckt, sieht man das. Der endlose Krieg haben wir hier, gab es für je 2 Euro und da haben wir mitgenommen. Dark Angels, Loyalität und Ehre. Und das Vermächtnis des Verrats. Lass die Galaxie brennen. Ja, richtig cool. Was man nicht alles findet. Ne? Also ihr seht ja von allem etwas dabei und es kommt noch was. Genau. Weiter geht es dann nochmal mit Comics. Comics haben wir auch eine ganze Menge gefunden.
habe ich den kleineren, noch hier was Größeres. Und zwar hier Star Wars, die Hohe Republik. Die Hohe Republik, Abenteuer, gab es für 5 Euro. Ist ein Band, den mein Bruder noch brauchte oder noch, ihm noch fehlte. Dann auch gefunden, hat auch 4 Euro gekostet. Das neueste lustige Taschenbuch, Nummer 575. Mein Bruder fehlt nur noch die Nummer davor. Die hatten der Händler nicht leider dabei, aber egal. Hier, schön, wie heißt das überhaupt? Doppelt hält besser. 2x Phantomias. Phantomias geht immer. Mein Kindheitsheld. Oh, können wir auch hier auflegen, ist größer. Gut, dann habe ich für 6 Euro einmal das Set an Mangas erworben zu Kingdom Hearts. Und zwar haben wir hier einmal Kingdom Hearts 1, das ist der Manga. Kingdom Hearts 2, den Manga. Nummer 3. Nummer 4. Müsste auch abgeschlossen sein, diese Geschichte, glaube ich. Und wie gesagt, für den Kurs habe ich es gerne mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon habe. Ansonsten wandert es auch in meine Tauschkiste. So, dann habe ich etwas mitgenommen, was an Comics, was nicht nur für mich ist. Und zwar diesen Stapel an Bänden. Das sind so Sonderbände, die rausgebracht wurden von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, so im Bereich zum Comic. Es gibt, glaube ich, 20 Teile davon. Die haben wir in einer Kiste gefunden, wo, wo fast alle drin waren. Aber ich brauchte nicht weitere Serien. Also hier gibt es Band 1, nehme ich mal hier raus, kurz, bevor ich den Rest zeige, ist Superman. Also es sind dann auch so die ersten Comics und so weiter drin. Teilweise ein bisschen feucht geworden, die knacken so ein bisschen. Es gibt 20 Bände insgesamt. Ich habe jetzt hier Band 1 mit Superman haben wir mitgenommen, wollte mein Bruder mal lesen. Band 2 habe ich hier auch bei, das ist Peanuts. Das geht an die liebe Claudia, eine Freundin von uns, die großer Peanuts-Fan ist. Ich werde zwar auch ein bisschen reinlesen, aber es sind auch diese Strips, aber koloriert, richtig schön gemacht. Auch hier ein schöner Snoopy hinten drauf. Genau, so weiter geht's. Was haben wir denn noch? 4 habe ich als nächstes mitgenommen. Die Fantastischen 4 passt zur 4. Nummer 3 war übrigens Prinz Eisenherz. Das habe ich nicht mitgenommen. Auch nicht mitgenommen Donald Duck. Dann gibt es noch Stritz, sagt mir gar nichts. So, das ist also die Fantastischen 4. Der nächste Band 7 haben wir mitgenommen, ist Batman. Und da sind auch moderne, also ältere Batman mit neueren gemischt. Alles ein bisschen matt, aber in dem Sinne. Geht das so? So, was habe ich denn noch? Band 8 wäre Tarzan, 9 ist Blueberry, 10 ist Hager, 11 ist Corto Maltese, 12 ist The Simpsons, 13 Will Eisner. So, dann habe ich die 14 wieder mitgenommen. Ja, ich zeige euch das dann so entsprechend. Das ist die Schlümpfe, unter anderem auch die Schlümpfe und die Zauberflöte, ein großartiger Comic. Schöne Bilder. Den habe ich für mich auch mitgenommen. Die US-Comics wie Batman und Superman, Spider-Man. Spider-Man war auch dabei, übrigens mit dem ersten drin. Ist Band 15. Das wollte mein Bruder noch mal lesen. Hier sind auch eben halt sehr viel Klassiker. Auch die Geschichte von Spider-Man, wie er Spider-Man selbst drin. Also die 60er-Jahre-Ausgaben. Haben mal 4,90 Euro gekostet, das Stück. Und wir haben, ich habe jetzt so viel. 5, das sind 2, 4, 5, 6, 7, 7 Stück. Wir haben 11 Euro bezahlt. Also in dem Sinne geht das komplett dafür. Das ist eben halt Nummer 15, Spider-Man. Dann geht es weiter mit 16 ist Mickey Mouse. Ne, Mickey Mouse war nicht da mehr. 17 ist Dilbert. Haben wir auch nicht mitgenommen. Und Band 18 habe ich mitgenommen. Den hätte ich auf jeden Fall mitgenommen. Eigentlich fing ich damit an. Gaston. Ich liebe Gaston von Franquin. Richtig cool, hier mit seinem Rontophon. Richtig coole Geschichten, habe ich zwar schon viel, weil manchmal kann man einfach nicht anders als das mitnehmen. 19 wäre Fritz the Cat und 20 Lucky Luke. Lucky Luke ist auch nicht ganz meine Welt, habe ich zwar auch früher gelesen, aber ist jetzt nicht ganz meins. Gut, Comics war noch nicht alles, seltsamerweise. Und jetzt habe ich hier etwas, was stellvertretend ist. Ich habe eine Comic-Kiste gesehen und gefunden auf dem Flohmarkt. Eine Bananenkiste voll, ein bisschen
ja, durcheinander. Und da waren Yps-Hefte drin, ältere Yps-Hefte und so weiter. Und ich habe geguckt und da habe ich unter anderem gefunden, auch hier, das finde ich richtig geil, von 79 siehste das Jugend hört zu Magazin. Richtig cool. Ich glaube, da werde ich auch mal ein Let's View von machen. Sowas sieht man ja nicht alle Tage. Und da war, wie gesagt, alles Mögliche drin an Yps-Heften, wie jetzt hier sogar bisher das früheste, was ich gefunden habe. Ich bin noch am Durchgucken. Also die Kiste blende ich jetzt mal kurz ein. Ne? Also ihr seht, es ist viel, viel drin. Aber wie gesagt, Nummer 10 von Yps-Heft, das ist also auch 78, 79 erschienen. Also richtig cool. Kann ich auch mal ein schönes Video zu machen, indem ich einfach mal diese alten Dinger vorstelle. Unter anderem war da auch dabei, es ist nicht im besten Zustand, zweimal ein Tim und Struppi, der blaue Lotus. Und hier haben wir Asterix auf Korsika, auch belesen in einem, ja, wie gesagt, allgemeinen Zustand. Aber die ganze Kiste, ich hatte geguckt, was soll die Heften kosten und so weiter, fragte ich und dachte so, okay, 1, 2 Euro, 50 Cent, bei dem Zustand 50 Cent, das Stück nehme ich gerne mit. Und sagt, die ganze Kiste, gib mir einen Fünfer. Okay, habe ich gesagt, komm, zuerst wollte ich aussuchen, mein Bruder meinte, nimm doch mit, guck sie eh durch und ja, ich werde auch das Doppelte vielleicht abgeben und so weiter oder so, die Sachen werden jetzt sich behalten. In dem Sinne, Yps-Heft gebe ich dann im Endeffekt wieder ab. Aber von Fünfer habe ich die ganze Kiste mitgenommen, ich bin sie noch am Sortieren und ja. Mich gefreut. Genau. Oder was sagt ihr? Was sagt ihr? So einer Kiste, die sehr ja, comic-lastig ist. Ist schon cool. Gerade die älteren Sachen, da verbinde ich ja was. Ich bin damit aufgewachsen. Ich kenne die ganzen Yps-Hefte noch von früher aus den 80er Jahren, als ich ganz klein war. Und es ist einfach schön, diese Dinge zu sehen. Und ja, ich glaube, ich würde mal ein extra Video davon machen, wo ich mir diese ganzen Sachen mal genauer angucke und einfach mal ein bisschen durchblättere. Mit euch gemeinsam. Wäre vielleicht keine schlechte Idee. Gut, bevor ich zu den Computerspielen komme, das ist nur ein bisschen, habe ich noch ein paar andere Sachen gefunden. Und zwar, in der Grabbelkiste lag, ich weiß nicht, ob er heil ist, komplett ist. Ich habe ihn auch noch nicht komplett verwandelt gekriegt, aber ich habe ihn mitgenommen. Ein Transformer aus der Legacy-Reihe von so 2000, um die 2000 oder 2005 herum, dem Rahmen. Hier so als Motorrad, sogar mit Rubbel-Logo. Ich habe mal einen Megatron davon bekommen und weil es das mit Rubbel-Logo hat, habe ich einfach gesagt, das musst du mitnehmen. Ich weiß gar nicht, wie gesagt, ob er vollständig ist. Ich muss es noch genau gucken. Ich habe ihn auch nur bisher als Motorrad verwandelt zurück. Er war fast verwandelt als Motorrad, so, um ihn einfach mal zu zeigen oder erstmal fertig zu kriegen. Egal, wie man es auch nimmt. So, dann habe ich mitgenommen eine kleine Gummifigur für 1 Euro, auch ein ganz alter Bulliland-Figur von, steht nicht mal drauf, aber das Mickey-Maus-Telefon. Ich hatte das sogar schon mal. In dem kleinen Zustand habe ich es auch verkauft, aber hier habe ich nochmal für 1 Euro mitgenommen. Ist halt ein Stück Kindheit. Dieses Telefon gab es ja wirklich mal und als Jugendlicher oder Kind wollte ich es immer haben. Mein Vater fand das zwar schön, aber wollte es nie haben. Somit, glaube ich, ist das Einzige, dass ich mir das Teil ins Regal stellen sollte. Ja, dann habe ich noch Pins gefunden. Und hier werde ich euch das wahrscheinlich eher einblenden, weil es bringt nicht viel, das jetzt so sehr in die Kamera zu halten. Hier habe ich 2 Pins, die sind verpackt. Die sind wohl von einem Brettspiel, und zwar Court of the Dead. Ich fand es recht interessant, weil die recht cool aussahen. Ja, und ja, einfach nicht, einfach cool sind und haben mir 1 Euro gekostet, also habe ich 2 Euro bezahlt und habe ich einfach mitgenommen. So, und dann habe ich hier in meiner Schüssel auch eine ganze Menge Pins. Davon werde ich ein Gesamtfoto machen, aber wenn ich erstmal ein bisschen was dazu erzählt habe. Die haben mich etwa im durchschnittlich, ja, ich habe, die sollten je 1 Euro kosten. Sind es aber nicht gewesen, ich habe etwas weniger bezahlt, weil ich ja mehrere mitgenommen habe. Und zwar, wie kann man sagen, ich zeige es einfach mal, aber ich zeige auch noch ein Gesamtbild. Ich habe hier eine Lisa Simpson, ich habe einen Homer Simpson. Ach komm, während ich das sage, blende ich jetzt dieses Bild, das Gesamtbild ein. Ihr seid dann schon gespoilert zwar, was ich so gefunden habe, aber ihr seht das Gesamtbild. So, also ich habe einen Homer Simpson gefunden und Lisa Simpson. Ich habe einen Tweety gefunden, der auf einem Reifen sozusagen so sich sonnt oder wie auch immer. Dann, ihr findet eine Sendung mit der Maus, eine Maus, richtig cool vom WDR. Dann habe ich gefunden Werbepins auch von den
Olympischen Spielen oder von den Weltmeisterschaften, einmal von Atlanta 96, dann irgendwie in so einen Hund, der mit dem Fußball wegkickt, ich weiß nicht welche das ist, aber auch so ein Deutschland Fahne darunter. Dann habe ich irgendwie so einen komischen Vogel, keine Ahnung zu welcher Weltmeisterschaft der gehörte. Dann ein Pin zu Frankreich 98, auch richtig cool. Ich gucke gerade, das waren auch diese Pins. Dann habe ich Werbepins mitgenommen und zwar drei von Langnese. Ich finde richtig cool. Den braunen Bären, also den braunen Bär-Pin, richtig cool. Cornetto finde ich auch cool. Es gab noch mehr, aber ich wollte nicht alle und es war mir dann zu viel. Ich hätte, glaube ich, 30 auch alle mitnehmen können, aber die der betreffende hatte, wären sehr viele von Coca-Cola gewesen und so weiter. Das war mir dann aber zu viel, weil ich nehme lieber die, die mir so gefallen. Auch hier gibt es leider das Eis auch nicht mehr. Solero, richtig cool. Dann habe ich einen Werbepin von Fanta und zwar Aladdin. Richtig cool, den finde ich richtig hübsch. Und als letztes Vampi. Das müsste von einer TV-Serie sein, Kindersendung sein. Also richtig cool, habe ich auch noch nie gesehen. Richtig cool. Richtig coole Pins. Also das ist richtig cool. Ja, die werde ich jetzt hier wieder erstmal in meine Schüssel packen, damit ich sie nicht verliere. Oder was sagt ihr? Was sind noch coole Pins? Ja. Und jetzt wollt ihr es wissen, es fehlen ja nur noch Computerspiele. Wir haben nicht so viele mitgenommen, weil es war auch irgendwie nichts dabei, was jetzt außergewöhnlich, naja, wie soll ich sagen, nichts dabei, was jetzt wir nicht schon hatten. So sagen wir es mal so rum. Und preislich stimmte. Ich hätte noch mehr mitnehmen können, aber sicherlich mitnehmen können, was man dann tauscht irgendwo. Aber auch das stimmte preislich nicht. Aber ich habe ein paar schöne Sachen mitgenommen, beziehungsweise mein Bruder. Hier hat er jetzt zwei PC-Spiele, die sind noch neu, die werden auch teurer gehandelt. Da hat er, glaube ich, 18 Euro bezahlt. Und zwar einmal Desperados 3 in so einem schönen Bug. Gesehen, es ist für PC und es ist noch sealed. Und hier so ein Fantasy-Spiel, Age of Wonders Planetfall Day One Edition. So ein Rollenspiel, für beide sealed. Die haben wir, wie gesagt, mitgenommen. Dann habe ich mitgenommen, das ist aus der Collector's Edition von Age of Mythology, die Making-of-DVD. Die lag nur mitten zwischen den Filmen und irgendwelchen PC-Spielen. Gab es für 1 Euro. Und solche Special-Sachen nehme ich immer gerne mit. Also Artbooks oder sonst was, welches ich finde, immer nehme ich es gerne mit. Weil man weiß nie, wo man es mal eintauscht oder vervollständigt und warum nicht. So, zwei Spiele, damit hat sich dann auch diese Flohmarkt-Tour gehabt wieder, haben wir mitgenommen. Ich glaube für das, weil mein Bruder wollte es unbedingt haben, hat er 6 Euro bezahlt. Ich weiß nicht, kann es nicht beurteilen, ob es teuer ist. Für die Xbox 360 und zwar Star Trek. Ich meine, soll kein berauschendes Spiel sein zu dem Film, aber fehlte meinem Bruder noch und das wollte er gerne haben. So, und ich habe mitgenommen, weil es so ungewöhnlich ist und man das nicht so oft sieht. Und ich glaube, es ist nicht gerade das berauschendste Spiel, aber für 1,50 Euro sage ich nicht nein, ist auch vollständig. Ich muss doch gucken, ist die CD überhaupt gut? Ich habe da, ja, gebraucht vielleicht. Nochmal ein bisschen sauber machen und dann war es das. Dazu bin ich noch nicht gekommen, alle CDs zu checken. Aber hier, American Chopper 2, Full Throttle. Findet man echt selten, muss ich sagen. Und für 1,50 Euro habe ich mir gesagt, okay, nimm ich mit. Ja. Und das war's. Das war's. Ja, wirklich. 2 Flohmärkte. Und hab eine Menge coole Sachen noch gefunden, oder was meint ihr? Also, was ist hier ein Highlight? Oh, ich sag euch, das ist echt schwer diesmal zu sagen. Es sind so viele Kleinigkeiten dabei. Es beginnt mit dem schönen Becher, mit so einem schönen alten Kartenspiel. Auf jeden Fall für meinen Bruder eins der Highlights ist dieses Lego-Set. Ja, die Comics, die Filme, die man diesmal gefunden hat, die Pins, die ich jetzt hier außen vor genommen habe. Ja, diese Eisschale, irgendwo muss ich sie reinpacken, damit ich sie nicht verliere. Ja, oder sagt ihr doch, ich hätte das hier behalten sollen, die 32 Traditionsmärsche. Ich muss drauf gucken, weil ich es vergessen. Echt cool. Ja, das soll es sein. Nein, nein, also das sind meine Highlights. Jetzt will ich euer Highlight wissen. Und ansonsten liken, teilen, abonnieren, falls ihr noch nicht habt. Und auf jeden Fall kommentieren. Kommt, lasst uns quatschen da unten. Und ja, ich freue mich.
Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ich grüße alle, die ich kenne und überhaupt alle, die hier zugeschaut haben. Macht's gut. Jetzt nochmal einen schönen Überblick über alles und wir sehen uns beim nächsten Mal. Mal sehen, was wir da finden. Ich weiß es ja nicht.